Ich bin Heilpraktikerin und arbeite seit 30 Jahren rein klassisch homöopathisch in meiner eigenen Praxis in Frankfurt am Main. Meine Großeltern haben mich immer mitgenommen, wenn sie Kräuter sammeln gegangen sind, weil sie haben fürs ganze Dorf Teemischungen hergestellt. Und ich habe dadurch gelernt, zu unterscheiden zwischen den verschiedensten Pflanzen, wann die gepflückt werden dürfen. Und ich konnte also mit 5, 6 Jahren schon die verschiedensten Kräuter voneinander unterscheiden. Schafgarbe, Pfefferminz, Johanniskraut. Später habe ich in den Schulferien in der Apotheke meiner Familie helfen dürfen. Und zwar durfte ich da auch dann Kräuter mischen und im Labor mithelfen, Zäpfchen drehen. Und habe mich dann irgendwann interessiert, was in den braunen Fläschchen ist, die zu Hunderten im Regal standen. Was ist das? Was ist Natrium Moriaticum? Was ist Pulsatilla? Und meine Eltern haben mir dann gesagt, das ist ein homöopathisches Heilmittel, aber da müsste ich mich nicht drum kümmern. Die würden sowieso nicht wirken, weil da nichts drin ist. Damals habe ich mich damit zufrieden gegeben. Viele Jahre später habe ich in einer alten Eichentruhe meiner Großeltern ein dickes, etwas zerflattertes Buch gefunden von einem Großonkel. Und zwar war das eine alte Erstausgabe von einer homöopathischen Arzneimittellehre von Arthur Lutze. Das ist ein Zeitgenosse Hahnemanns. Also eine Arzneimittellehre, die detailliert die Symptome von einzelnen homöopathischen Mitteln darstellt. Ich habe mich da richtig hinein vergraben und habe gedacht, Wahnsinn, wie toll das alles beschrieben ist. Jedes einzelne Symptom, jeder Schmerz, es heißt plötzlich nicht mehr nur Schmerz, sondern stechender Schmerz, brennender Schmerz, krampfartiger Schmerz, ziehender Schmerz. Ich habe mich daraufhin für die Homöopathie entschieden. Ich habe ein langes Studium der klassischen Homöopathie begonnen, habe meine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht und seitdem arbeite ich rein klassisch homöopathisch. Der wesentlichste Unterschied für mich in der klassischen Homöopathie zu anderen Therapieverfahren ist der, dass der Patient integriert ist in die Arbeit. Ich brauche seine genaue Symptombeschreibung. Ich brauche Beschreibung seiner Lebenssituation, seines Lebensumfeldes, seiner beruflichen Tätigkeit. Vom Kopf bis zum Fuß alles in detaillierter Beschreibung. Und auch natürlich, wie ist der Schlaf? Was sind seine Träume? Was sind seine Wünsche? Was er gerne isst, was er gerne trinkt oder was er überhaupt nicht verträgt. Alle diese Dinge sind wichtig. Manchmal können die Patienten zu Anfang der Therapie noch nicht selbstständig auf die genaue Symptombeschreibung kommen. Ich unterstütze ihn dann dabei. Das Erforschen der Krankheitssymptome beim einzelnen Patienten ähnelt sehr stark einer Detektivarbeit, denn man muss wirklich auch kleinsten Spuren folgen können. Aufgrund meiner langjährigen homöopathischen Arbeit habe ich auch viele Ärzte, Heilpraktiker und Hebammen in klassischer Homöopathie ausgebildet. Das war in Deutschland, das war in anderen europäischen Ländern und in außereuropäischen Ländern. Deshalb kommen auch viele Patienten aus der ganzen Welt zu mir in die Praxis und fühlen sich willkommen. Wir haben sehr viele Übersetzungsmöglichkeiten, zum Beispiel Türkisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Englisch natürlich. Die klassische Homöopathie ist für alle Altersstufen geeignet. So habe ich oft von Baby bis zu den Großeltern die ganze Familie bei mir. Ich sehe mich als Familientherapeutin. Früher oder später tauchen weitere Familienmitglieder in der Praxis auf. Und so kenne ich oftmals die gesamte Familienstruktur aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich liebe Kinder, ich liebe Familie. Ich kenne den ganzen Trubel aus meiner eigenen Familie. Ich habe 8 Kinder und 7 Enkelkinder. Ich kann helfen von der Schwangerschaft bis zur Stillzeit, bei Zahnungsbeschwerden, wenn die Kinder dann ihre Kinderkrankheiten bekommen, auch bei Lernstörungen, ADHS. Und irgendwann kommen dann die Kinder der Kinder und das bestätigt die Zufriedenheit der Patienten. Und dann schließt sich der Kreis. Und das ist das Schönste, was man in der klassischen Homöopathie sehen kann, weil das ist ja auch ein Hinweis darauf, dass man offensichtlich erfolgreich gearbeitet hat.